Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid, hier zu einem erneuten Gothic Community React. Auch heute werden wir uns wieder an geile Videos von geilen Content Creatern angucken. Von der Community, für die Community. Bitte schaut überall vorbei. Lasst allen Kanälen ein Like und ein Abo da. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Content Creator auch unterstützt werden. Und apropos Unterstützung, dieses Video wird wieder mal gesponsert von Rhineware, einem Entwicklerstudio, die aktuell am Spiel The Mere Incident arbeiten, zu dem ich auch schon mal ein Video, eine Demo gemacht habe, ein einstündiges angezockt. Schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Apropos Demo, das Ganze wird bald eine Extended Demo bekommen, die ihr auf Steam spielen könnt. Und wenn euch das interessiert, schaut doch mal gerne auf Steam vorbei. Alle Links in der Videobeschreibung. Und wir starten mit dem ersten Video. Dieses ist von Johann Ingeborg und das Video heißt Gomez is too angry to die. Ich habe mal die Übersetzung reingepackt, denn das Original würde ich wahrscheinlich jetzt nicht verstehen. Das ist wahrscheinlich wieder mal aus irgendeinem Anime, den ich überhaupt nicht kenne. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was das denn für ein Anime ist, den ich mal wieder nicht kenne. Gib auf! Warte mal, was? Was ist da gerade passiert? Okay, der hat ihm die Faust, den Arm durch den Kopf geschlagen. Okay. Das war wild. Nun. krass, also, ja. Wie gesagt, muss wohl aus irgendeinem Anime sein, den ich nicht kenne. Und von dort übernommen sein. Ich meine, die Szene war klar, das war natürlich der Moment, wo... Ja, das alte Lager abgeriegelt ist in Gothic 1 und der Held sich in die Burg teleportiert und alle umlegt im Normalfall, aber hier diesmal offenbar nicht. Okay, aber man kann natürlich nicht anders sagen, als dass die Arbeit hier, die er abliefert mit Blender, dass die einfach insane geil ist. Und ich fände es halt mega, wenn's mal einen ganzen Film zu Gothic 1 gäbe, so vom Anfang bis zum Ende, nur in Blender gemacht quasi, so wie er es hier gemacht hat. Ich meine mal gehört zu haben, dass daran schon gearbeitet wird oder dass man da schon Sachen erstellt hat und gemacht hat, aber vielleicht bin ich da auch gerade nicht up to date, aber wenn ihr da vielleicht mehr wisst, dann lasst es mich gerne wissen. Würde ich mir gerne reinziehen, mal so einen ganzen Gothic-Film nur in Blender zusammengeschraubt. Die Qualität wäre da, also die Qualität ist machbar, das auch hoch auf hohem Niveau zu machen. Ja, gehen wir zum nächsten Video. Ja, und wir haben wieder einen neuen Teil von Fenias Abenteuer. Grüße gehen raus an Halvors Netzknüpferei und ich bin sehr gespannt. Wieder ein Blender-Video und das Ganze geht 1 Minute 8. Die Landung heißt dieser Teil 5 und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Letzte Folge war, kurzer Recap, da ist es so gewesen, dass ja eine riesige Explosion beim Piratenlager stattfand und Fenia in alle Ewigkeit geschleudert wurde und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich find's halt auch einfach mal geil, wie der Eremit da sitzt mit seinem Humpen Bier nackt und sich die Steintafel durchliest.
So, als ob er das in Gothic 2 wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ich meine, in Gothic 2 ist der Eremit ja dafür bekannt, dass er ein paar Steintafeln gefunden hat, die er lesen kann. Aber das ist das Einzige, was er zum Lesen hat, und das, finde ich, ist hier ganz gut dargestellt. Sehr geil. Ah ja, da ist quasi parallel die Explosion stattgefunden, okay. Das schöne Haus. Ah, mein Schädel. Der sitzt völlig random dort. Sehr geil. Oh, Fenia. Lange nicht gesehen. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, woher kennt der Eremit bitte die Fenia? Aber klar, der Eremit hat doch in Gothic 2 erzählt, dass er im Hafen war. Hat er nicht im Hafen gelebt, der Eremit? Und ist dann irgendwann abgehauen, weil ihm das alles zu viel wurde? Also klar, kann natürlich sein, dass die sich kennen. Hey, alter Freund. Ja, klar. Was führt dich her? Auftrag von Alanus. Irgendwas mit Finsternis. Habt ihr hier Probleme in der Gegend? Drüben beim Tempel tuckt irgendein Riesenvieh. Wie eiskalt die Pfanne abzieht, Junge. Ist das jetzt eine neue Waffe, so ähnlich wie PUBG, oder was macht ihr jetzt? Danke. Tatsächlich. Können wir noch bitte kurz das Detail, nochmal sehen, wie das Stück Fleisch runtergefallen ist? Achtet mal darauf. Super. Okay. Gut, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Fenia wird dann offenbar in Teil 6 im Tempel sein. Appreciated die Arbeit von Halvors Netzknüpferei. Geht auf seinen Kanal, lasst dort gerne mal ein Abo da. Sehr, sehr geil. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Weiter geht's mit Wer ist der Doppler Gothic 2 Teil 3 Geschichten der vier Freunde. Auch hier brauchen wir einen kleinen Recap. Also natürlich obvious von Jorgensen. Hier brauchen wir auch einen kleinen Recap. Das ist schon ein bisschen her, wo ich das geguckt hatte. Ich glaube 2 Wochen. Und zwar hatten wir als letztes Diego und Held sind im Knast. Gorn, Milton und Lester beratschlagen, wie die rausholen. Geralt von Riva behauptet, einen von 2 Dopplern getötet zu haben. Und Vatras kam dazu und behauptet, dass einer der 3 Freunde, verbliebenen Freunde, der Doppler ist. Der letzte Doppler. Und das war der Cliffhanger beim letzten Mal. Und jetzt geht's weiter. Kümmerliche Vorstellung. So, viel Spaß in deiner neuen Zelle. Hey Mann, ich bin unschuldig. Kannst du mich bitte rauslassen? Es ist wirklich erstaunlich, dass wir nur Unschuldige in unserem Knast haben. Wer ist noch unschuldig? Ich bin wirklich unschuldig. Kante hat mich reingelegt. Ich verkaufe keine Waffen an die Söldner. Ihr seid alle Verbrecher und Lügner. Allesamt. Ach, mit dem Typen zu reden bringt ja überhaupt nichts. Hey, alles okay bei dir, Held? Hallo, Diego. Na, wie geht es dir, mein Freund? Ich hab echt Angst, dass das so in so eine richtig schiefe Schiene abdriftet jetzt. Aber mal gucken, was da jetzt passiert. Was ist denn mit dir los? Wieso redest du so komisch? Und warum guckst du mich so böse an? Nur so. Okay, alles klar. Ja, es ist genau diese Art. War das nicht auch im letzten React, wo mit Koranga und diesem Apfel und so? Es ist einfach so ultra flacher Humor, aber genau das trifft immer den Nerv, den ich lustig finde. Finde ich mega. Also ihr drei, der Mann. Ja genau, jetzt geht's dort weiter, wo wir quasi beim letzten Mal aufgehört haben. Ihr sagt, einer von euch ist ein Doppler. Entweder der Doppler gibt sich jetzt freiwillig zu... Entschuldigung, ich muss nochmal unterbrechen. Ich habe eine Vermutung, wer der Doppler ist. Ich bin gespannt, ob diese Vermutung jetzt bestätigt wird. Zu erkennen? Oder ich schnappe mein Silberschwert und ritze euch alle mal an. Moment mal. Was ist, wenn Satoras sich irrt? Hast du mal darüber nachgedacht, Hexer? Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Einer von euch ist ein Täuschling. Ein Täuschling? Auch gut. Aber stimmt, dass vielleicht Vatras selber der Doppler ist? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Vatras, ihr geht gerade ganz schön weit. Das sind dreiste Beschuldigungen. Magier, wie heißt du? Was wird das hier? Ich heiße Milton. Also Milton, halten wir mal fest.
Satoras, der Magier, kann die Magie des Dopplers in diesem Raum spüren. Du nicht. Woran liegt das? Und was mir auch noch verdächtig ist, du wusstest sehr viel über Doppler. Die anderen wussten zum Beispiel gar nicht, was ein Doppler ist. Und du wusstest sogar Dinge, die nicht mal ich wusste. Ja, das ist es halt nämlich. Also meine Vermutung ist halt auch, dass Milton der Doppler ist. Aber jetzt hat Milton einen ganz guten Punkt gebracht. Damit ist jetzt Watras halt auch nicht ganz unschuldig, weil Watras, wenn Watras der Doppler wäre, würde Watras natürlich auch versuchen, die Aufmerksamkeit von sich abzulenken auf jemand anderen, der ihm gefährlich werden könnte, weil Milton eben so viel über den Doppler weiß. Es ist interessant. Also ich glaube echt nicht, dass es Lester oder Gorn ist. Ich glaube, die sind wirklich raus. Also jetzt ist es wahrscheinlich entweder noch Milton oder Watras. Was willst du damit sagen? Jetzt lass den Unfug. Du weißt genau, was er damit sagen will. Du bist der Doppler. Mir ist auch schon aufgefallen, dass du dich sehr merkwürdig verhalten hast, Milton. Als ich dir erzählte, dass der Held im Knast sitzt, hast du gar nicht viel gesagt. Du hast sogar nur komische Witze gemacht. Das ist sehr untypisch. Hey, wartet mal, Leute, ihr verrennt euch da in etwas. Ich bin Milton. Ihr kennt mich. Lester, sag doch auch mal was. Tut mir leid, Milton, aber ich kann das alles nicht bestätigen. Ich kam ja erst dazu. Ich hab dich seit 2 Tagen nicht gesehen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich bin kein Doppler. Ich bin Milton. Beweise es, Milton. Wirke Magie. Aber das kann ich gerade nicht. Warum nicht? Also, ich hab heute schon... Ach so, wirke Magie, hat er gesagt. Okay, da war ich jetzt kurz so, was? Was hat er jetzt gesagt? Ich hab's irgendwie nicht so richtig verstanden, aber jetzt macht's natürlich Sinn. Aber er kann jetzt gerade keine Magie wirken, warum auch immer. Richtig viel gezaubert heute Morgen und... ja, richtig viel gezaubert. Und, ich hab auch schon 3 Mana-Tränke getrunken, die großen. Und ich kriege immer Magenverstimmung, wenn ich mehr als 3 trinke. Und deswegen geht's einfach heute nicht. Das ist so erbärmlich. Du gibst dich als unser Freund aus und jetzt stammelst du dir hier ein zurecht. Mir reicht's jetzt. Zeit für einen Test. Aua! Verdammte Scheiße, was machst du denn? Oh, Scheiße. Er ist wirklich nicht der Doppler. Aber das bedeutet, dass einer der anderen beiden der Doppler ist. Hexer, schneide mich ruhig. Ich habe keine Angst. Hier ist mein Arm. Gorn war mir von Anfang an verdächtig. Er hat gar nicht seine Axt dabei. Und er würde niemals ohne seine Axt herumlaufen. So ein Blödsinn. Ich laufe jeden 2. Tag ohne Axt rum, wenn ich zu viel gesoffen habe. Außerdem, meine richtige Axt, die ich damals in Niental hatte, meine Axt, die habe ich schon lange verloren. Damals, als die Barriere zusammengefallen ist. Da hat er einen guten Punkt. Gorn war ab Gothic 2 immer mit anderen Waffen unterwegs. Also ich glaube, in Gothic 2 hatte er nur diese grobe Axt, diese einschneidige grobe Axt, die irgendwie jeder Dulli hatte. In Gothic 3 hat er halt eine Barbaren-Streitaxt gehabt, aber diese Waffe, also dieses Item Gorns Axt, die gab es wirklich nur in Gothic 1. Die hat er wirklich nur in Gothic 1 gehabt. Das war diese mit dem hellen Klingenblatt und dieser Doppelschneide. Die so sehr, also die auch nicht ganz symmetrisch war, die war so ein bisschen unsymmetrisch, aber das war halt schon ziemlich markant. Und meine neue Axt, die ist gerade bei Bennett in Reparatur. Aber weil der hier beim Rap Battle mitmachen musste, liegt sie. Geil, Alter. Ich liebe diese kleinen Cross-Promos und diese kleinen Erwähnungen von anderen Kanälen und so. Ich finde das super geil. Der immer noch, weil der einfach nicht zum Arbeiten kommt. Gorn, die Barriere ist doch erst seit knapp einem Monat weg. Und du sagst damals, als wäre das Jahre her. Ja, du hast ja recht. So gesehen ist es eigentlich auch Jahre her, weil Gothic 1 kam vor 20 Jahren raus. Klar kann man jetzt eine neue Meta-Ebene spannen, aber ihr wisst, was ich meine. Erst ein paar Wochen her, aber irgendwie kommt mir das länger vor. Ich will euren netten Plausch ja nicht unterbrechen. Aber einer von euch ist ein Doppler und wir müssen das jetzt langsam mal klären. Ach, scheiß drauf. Nein, er darf nicht entkommen. Was doch, Lester? Oh Mann, also bei dem hätte ich es echt am wenigsten jetzt gedacht. Aber guter Plot. Den schnapp ich mir. Auf Wiedersehen, Hexer. Krass. Okay, also damit hätte ich wirklich am wenigsten gerechnet. Interessant. Komm, Dedo, tanz mit mir.
Tanz mit mir bis zum Ende der Zeit. Nein, danke, Held. Ich will nicht tanzen. Ich will mich ausruhen. Oh Mann. Warte mal, ich muss mal kurz recappen. Weshalb war der denn so schräg drauf? Irgendwas war, weshalb der so komisch war. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, im ersten Teil wurde das erklärt, da hatte der irgendeine Substanz zu sich genommen oder irgendwas. Irgendwas war und das hat so ganz komische... Nee, Quatsch, weil er mit dem Doppler, also der Frau des Richters, die aber auch ein Doppler war, geschlafen hat. Das hat dafür gesorgt, dass er so crazy jetzt ist. Genau, das war's. Hey Leute, die Wache ist gerade weg. Ich lasse euch raus. Ha, Lester, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, der Sinister Duft macht frei, Harald. Was ist denn mit Ihnen los? Also ich glaube ja, die Miliz hat ihm bei der Festnahme zu stark auf den Kopf gehauen. Der ist nicht mehr derselbe. Okay, darum kümmern wir uns dann später. Lasst uns jetzt abhauen. Ich weiß nicht, wann die Wache wiederkommt. Wie konntest du die Wache überhaupt ablenken? Mit einem Schlafzauber. Komm jetzt. Okay. So eine Scheiße, ich habe ihn verloren. Dass er sich auch unbedingt in einen Snapper verwandeln musste. Die Viecher sind so schnell. Naja, jammern hilft ja nicht. Ich muss weitersuchen. Warte mal. War das jetzt davor oder danach? Also vor dieser Knastszene gerade. Weil das... Oder warte mal, war das jetzt der echte Lester, der die befreit hat? Oder war das jetzt dieser Doppler-Lester? Das ergibt für mich gerade alles irgendwie... Also diese Szene hat mich jetzt komplett verwirrt. Für mich war das jetzt eher so, als ob die Szene hätte da vorkommen müssen, vor dieser Szene jetzt hier. Dann hätte das für mich jetzt ein Bild ergeben. Aber so wirkt das jetzt, als ob der echte Lester die aus dem Knast geholt hätte und nicht der Doppler-Lester. Weil der Doppler-Lester ist ja offenbar noch hier bei Geralt. Das würde ja jetzt irgendwie wenig Sinn machen, wenn der die jetzt alle rausgeholt hat, die beiden, und sich jetzt nochmal in einen Snapper verwandelt, um jetzt nochmal zu gucken, wo der Geralt rumhängt. Das würde jetzt für mich irgendwie wenig Sinn ergeben. Also es wirkt jetzt für mich wie ein Filmfehler, wo eigentlich diese Szene jetzt vor der Knastszene kommen müsste. Aber gut, vielleicht klärt sich das jetzt irgendwie noch auf und ich stehe gerade total auf dem Schlauch, das kann natürlich auch sein. Die Viecher sind so schnell. Naja, jammern hilft ja nicht. Ich muss weitersuchen. Kannst du mir einmal bitte verraten, was das hier wird, Soldat? Was? Soldat, komm bitte zu Sinnen. Die Gefangenen sind weg. Nein, die Gefangenen sind in der Zelle. Ich hab doch eben noch... Geschlafen hast du. Es ist schon morgen. Du hast die ganze Nacht verpennt. Achso, ich wollte gerade sagen, hat Lester den jetzt nicht, oder der Doppler ihn nicht niedergestreckt? Da müsste er doch jetzt Wunden oder so ein Kram haben. Aber er hat ja gerade gesagt, er hat einen Schlafzauber verwendet, also hat er ja keine Wunden oder so. Hey Milton, geht's dir besser? Es tut mir total leid, dass ich dich gestern so verdächtigt habe. Das kommt nie wieder vor. Mach dir keinen Kopf, Gorn. Saturas hat mich ja wieder geheilt, also alles halb so wild. Und ich... Saturas? Saturas hat mich... Er sagt echt Saturas, wo kommt denn jetzt Saturas her? Sollte das nicht jetzt eher Watras heißen? Hey Milton, geht's dir besser? Es tut mir total leid, dass ich dich gestern so verdächtigt habe. Das kommt nie wieder vor. Mach dir keinen Kopf, Gorn. Saturas hat mich ja wieder geheilt. Saturas hat mich auch wieder geheilt, sagt er doch hier, oder? Okay. Vielleicht habe ich den Part mit Saturas jetzt irgendwie total... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute auch... Vielleicht ist die Hitze einfach nur heute, setzt mir heute übelst zu und ich verstehe die Zusammenhänge gerade gar nicht mehr. Keine also Ahnung. Alles halb so wild. Und ich hätte in deiner Situation wahrscheinlich genauso gehandelt. Alles gut, mein Freund. Okay, aber Milton, ich muss dir noch was berichten. Die ganze Stadt spricht schon davon. Der Held und Diego sind aus dem Knast ausgebrochen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber sie sind über alle Berge. Naja, und Lester habe ich auch noch nicht gefunden. Außerdem ist der Doppler auch noch unterwegs. Er könnte... Ja, okay, also dann war es mit der Szene davor wirklich so, dass der echte Lester die befreit hat und nicht der Doppler. Wieder jede Gestalt annehmen. Das sind keine guten Nachrichten.
Ich hoffe, der Hexer ist erfolgreich. Oh Mann, ich habe die ganze Nacht gesucht. Ich habe immer noch nichts gefunden. Moment mal. Na, sieh mal einer an, wer da ist. Oh Mann, ist das jetzt der Echte oder der Fake-Lester, Mann? Hey! Ja? Ist was? Tu nicht so scheinheilig, du Scharlatan. Ich hab dich die ganze Nacht gesucht. Und jetzt willst du meine Klinge spüren. Ich glaube, es ist der echte Lester. Nimmst du schon auf? Ja, das war bestimmt der echte Lester. Konnte jetzt so. Ich versuche das jetzt zusammenzusetzen. Also, der echte Lester hat hat Held und Diego aus dem Knast befreit und hat die jetzt dort unten in dem Lagerhaus irgendwie versteckt. Und ist da jetzt gerade rausgekommen und Geralt hat ihn jetzt gefunden und hält ihn für den Doppler. Das ist jetzt so mein Guess. Mal schauen, ob ich damit richtig liege. Denn im nächsten React werden wir das rausfinden. Ja, genau. Dann, geile Arbeit wieder. Ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, der vierte Teil wird der letzte Teil sein. Da wird sich das alles auflösen. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon wissen, weil das schon seit Wochen draußen ist, gefühlt. Aber ich werde es noch rausfinden. Ja, weiter zum nächsten Video. Ja, und wir ziehen uns noch ein Video rein von Study, was er mir zugeschickt hat. Und zwar Gothic Animation, Gomez und der Held rauchen ein. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. So, los geht's. Junge Gomez, was ist denn hier los? Was geht ab, mein Freund? Ich habe das beste Sumpf... Alter, was? Der Blick? Gerade, der ist einfach nur übelst gruselig. Tot hier. Und wenn du Bock hast, kannst du etwas abhaben. Da würde ich mich auf jeden Fall nicht mit dazusetzen. Ach du Scheiße. Also ja, fürs alte Lager. Für Gomez. Ja, aber das wäre mir einfach zu creepy. Du bist ja noch dichter als die Sektenspinner. Liebe das Leben. Das ist mein Motto. Also laber mal keinen Scheiß und setz dich zu mir. Können wir bitte drüber reden, wie geil der Song ist, der da im Hintergrund spielt? Also wenn jemand weiß, wie der Song heißt, Study, vielleicht auch du, schreib mir das gerne mal. Ich mag den Song einfach, der im Hintergrund läuft. Also hier merkt man halt auch, dass ich bin kein Experte, aber das ist mit Blender gemacht, glaube ich. Genauso wie bei Johann Ingeborg oder bei Halvors Netzknüpferei. Das sieht jetzt zwar vielleicht auf den ersten Blick nicht so professionell aus wie bei Johann Ingeborg zum Beispiel, wo das total krass ist, wo es ja schon echt ultra detailreich ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesen 4 Minuten Videozeit Arbeitszeit von mehreren Wochen drin steckt, ja. Ich habe mit Blender absolut gar keinen Schirm. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das da funktioniert. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass das insane viel Arbeit ist. Und sich da rein zu fuchsen und sich da rein zu arbeiten, das geht bestimmt auch nicht von heute auf morgen. Von daher, ich appreciate diese Arbeit intens. Ja, das Lachen mit dem TTS-Tool ist immer geil. Bommes, du bist echt fertig mit dem Leben, oder? Ich wette, diese eine Hinsetzanimation wird schon ultra viel Arbeit gewesen sein. Wo kommt das Zeug her? Was? Ist feinste Sumpfgott aus Labo. Gutes Zeug ist eine Untertreibung. Dieser gierige Blick. Sumpfkraut. Labo also. So. Die Augenbrauen. Haut ganz schön rein, oder? Das kannst du laut sagen. Ich finde die Couch halt auch übelst geil. Sag mal, ich habe dich nie nach deinem Namen gefragt. Wie lautet er? Mein Name? Alle in meiner Familie heißen Udo. Außer Horst, der heißt Günther. Alter, wie,
Wie creepy ist denn das bitte? Also das hat einen ganz eigenen, krassen Stil, finde ich. Außer Horst, der heißt Günther. Das sieht so gut aus. Ja. Hey, du alter Witzbold. Ist schon okay. Weißt du, komm, es ist auch nicht mein echter Name. Weißt du... Der Held sitzt da irgendwie wie so ein schüchternes Mädchen, so beim ersten Date oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Früher, vor dieser ganzen Scheiße mit der Barriere. Ich war ein schwacher, armer Mann. Mein Vater schlug meine Mutter. Im Affekt erschlug ich ihn. Seitdem war ich auf der Flucht vor den Schergen des Königs. Oh, ich finde das auch geil. Das sieht man jetzt hier gar nicht. Andere Richtung. Hier, guckt euch mal das Feuerchen hier an, was an dem Dübel brennt. Ist geil, wie oder? Wie du siehst, haben sie mich erwischt. Ohne es zu wissen, haben sie mir damit den größten Gefallen getan. Ich bin der mächtigste Mann in Korenis. Ohne meine Zustimmung bekommt Roba nicht einen einzigen Brockenerz. Und trotz meiner Machtstellung bin ich wohl die einsamste Person in der Kolonie. Einsam? Ich feiere den Song, der da im Hintergrund läuft. Der ist richtig geil. Du hast doch Raven und Scar. Und ein ganzes Lager voll Gardisten. Und die Mädels. Raven ist doch der letzte Lappen. Er interessiert sich nur für meine Position. Scar ist der einzige Erzbaron, dem ich vertraue. Aber Scar hat seine eigene Clique. Aber warum Scar? Ich hätte jetzt eher gedacht Arto. Weil Arto ist doch eher der Erzbaron, der halt so ruhig und zurückhaltend ist. Und da hätte ich jetzt irgendwie viel eher gedacht, dass er Arto sagt. Er hängt lieber mit Arto ab als mit mir. Und der Rest der Gardisten ist ein Haufen von unloyalen Nichtsnutzen. Scheiße, Gomez. Tut mir echt leid, das zu hören. Wenn du willst, können wir öfters abhängen. Du bist echt ein guter Freund. Ich sag dir was. Ich besorge uns das beste Bier, was Myrtana zu bieten hat. Und wir treffen uns in einer Woche wieder. Okay. Deal, Gomez. Vielleicht bringe ich auch etwas mit. Folgt mich. Dies ist der Anfang einer guten Freundschaft. Ja. Oh Mann. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, ob es eine Fortsetzung gibt zwischen den beiden. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine Art Talk-Format entsteht, wo die sich einmal pro Woche treffen. Also ich glaube, in Echtzeit so ein 4-Minuten-Video zu machen innerhalb von einer Woche ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber in dieser Welt treffen die sich einmal pro Woche und quatschen über irgendwelche Themen so in der Kolonie und tauschen so sich darüber aus, so wie, was sie dazu denken und so. Das könnte ich mir echt gut als dauerhafte Serie vorstellen. Wenn da so einmal im Monat oder so ein Video dazu kommt, wie die beiden halt über irgendein Thema aus der Kolonie quatschen oder so und ihre Gedanken dazu teilen. So. Das fände ich echt cool, um so eine neue Meta-Ebene von den Charakteren nochmal zu erstellen. Also, Stardi, geile Arbeit. Ich bin echt gespannt auf mehr. Und last but not least, ein neues Video vom Pokémon Center, vom guten Evil 7 Pokémon in Gothic 2. Das React wird heute wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, da werden sich jetzt wenig Leute drüber beschweren. Oh, wir schauen rein, wo wir hier stehen geblieben sind. Ich glaube, der letzte Stand war, dass der Held mit seinem Zerschneider ins Bordell, also in die nächste Arena kam, glaube ich, und dort aber verloren hat. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ich auch. Erstmal liken. Warte mal, okay, also er hatte in der Arena verloren, liegt jetzt hier, außerhalb der Stadt vorm Innos-Schrein Richtung Xardas-Turm. Okay. Warum liege ich hier auf dem Boden? Ja, das ist eine gute Frage. Oh shit, mein Kopf. Scheiße. Habe ich mit den Jungs wieder zu viel gesoffen? Mein Gold ist noch da.
Mann, ich finde das so krass. Ich kann ja mal kurz sagen, ich arbeite ja auch wieder so ein bisschen an Sketchen und so und fuchse mich da auch gerade wieder rein, so mit diesen ganzen Animationen und so. Und also entweder ist das insane gut geschnitten, dass man es überhaupt nicht rafft, oder es gibt mittlerweile eine Möglichkeit, mehrere Animationen hintereinander in der Konsole abzuspielen. Das müsste ich mal rausfinden. Ja, wir gucken erstmal weiter. Und hier liegen keine Flaschen rum. Also, eine Sauftour kann es wohl nicht gewesen sein. Oh, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass man das einfach so mit Animation durchführen kann. Sowas, das sieht mir nicht nach einfacher, ich gebe mal einen Befehl in die Konsole ein und lasse es abspielen. Das sieht mir eher nach was Gemoddetem aus oder so. Was war dann los? Ach das, ja, ich habe gegen Bromo verloren. Ja. Ja, ja, schon gut. Das sind genug Flashbacks. Wo bin ich eigentlich? Willkommen im Inners Pokémon Center. Pokémon Center? Inners heilt deine Pokémon und macht sie wieder topfit. Das Angebot nehme ich gern an. Ich benötige deine Pokémon. Hier. Warum werde ich blau angestrahlt, wenn das Pokémon in deiner Obhut ist? Und wer hat mich hierher gebracht? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Was zum? Was war das für ein Heini? Du stellst viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich bin nur ein Pokémon Center. Das letzte war auch eher rhetorisch gemeint. Wie auch immer. Hier ist ein Pokémon. Es ist wieder topfit. Oh, danke. Geil, Alter. Die Selbstbeteiligung beträgt 500 Gold. Bitte was? Ein Käfer-Pokémon wie einen Glurak? Die Krankenkassen haben kürzlich eine Selbstbeteiligung in Pokémon Centern eingeführt. Hey, was soll der Scheiß? Ist die ganze Folge voll mit Dieser Blick, diese zusammengezogenen Augen, ich... Bin mir 100% sicher, dass da irgendwelche Mods im Spiel sind. Specks. Nee, das war die letzte. Das will ich auch hoffen. Wo bleibt meine Kohle? Was für Halsabschneider. Hier, er stickt dran. Avatar Innos am Arsch. Der kann sich einen anderen suchen. Vielleicht sollte ich doch zu Bidia konvertieren. Wie konnte ich nur gegen Bruno verlieren? Mein Glurak sollte doch overlevelt sein. Aber Brunos Elektroattacken sind zu stark. Dieses Hocken da, ich finde das so krass. Was für Pokémon können eigentlich Elektroattacken aushalten? Ich würde sagen Elektro-Pokémon. Wo kommst du schon wieder her? Und wer hat dich zum Experten ernannt? Na, ich. Ich war vor Bromo der Arena Leiter des Pufferns. Und ich kenne mich dort nicht nur mit den Frauen gut aus. Oh. Oh Mann. Oh, ist das meine Frau? Mhm. Schatz, was machst du denn hier? Ich musste selber hierhin laufen, um eine blöde Pfanne zu holen. Weil ein gewisser jemand in diesem Spiel durchaus nicht bei mir aufgekreuzt ist. Wo steckt eigentlich der Händler? Komme gleich. Man kann ja auch nie in Ruhe pinkeln. Manche Leute. Jedenfalls kenne ich mich gut mit Elektro-Pokémon. Ey, ich finde das so krass geschnitten, wirklich. Also mir ist das schon in den letzten Videos immer aufgefallen, aber wenn man sich wirklich mal so die ersten Videos von Evil anguckt, einfach mal, und sich das mal so Revue passieren lässt, was er für eine Qualität rausballert, das ist einfach insane. Also besorg dir eins, wenn du den Pufferden gewinnen willst. Aha, aber wenn ich ein Elektro-Pokémon habe, kann ich ihm doch auch kaum Schaden zufügen. Pokémon können doch Attacken von mehr als einem Typ erlernen. Oder haben die das wieder geändert? Ach ja, nee, eigentlich nicht. Na siehste, wirst du schon schaffen. Mach's gut, Jung. Halt, warte, wo kann ich denn ein Elektro-Pokémon finden? Na, im Wohngras. Wo denn sonst? Mensch, hast du noch nie Pokémon gespielt? Nee, ich habe wirklich noch nie Pokémon gespielt. Da muss ich sagen, Asche auf mein Haupt, ich habe mir das noch nie zu Gemüte geführt. Schatz, kannst du bei Kanta noch Wasser kaufen? Seins schmeckt immer so lecker. Habe ich ein. Seins schmeckt immer so lecker. Aber ist auch so ein Thema, ne? Also ich habe ganz lange Wasser von einem bestimmten Hersteller immer bezogen und immer getrunken. Und mir hat das auch immer gut geschmeckt. Aber es gibt so manche Wassersorten, die schmecken einfach furchtbar. Ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, aber offenbar geht es auch anderen Leuten so, dass Wasser ganz furchtbar schmeckt. Und jetzt aktuell habe ich halt so das Stream so und ich trinke halt mein eigenes Leitungswasser und das geht. Und ich bin echt froh, dass das genießbar ist. Eigentlich noch meine Bälle? Ah, hier ist einer. Damit müsste es gehen. Das ist safe eine Mod. Das muss eine Mod sein. Tja, Glurak. Sieht so aus, als ob du bald Gesellschaft bekommst.
Ich hoffe, es ist nicht zu eng in diesem Puckeball. Das mit der Pfanne merke ich mir. Einfach ignorieren und weitergehen. So, du hast also einen Plan, wie es weitergeht. Na okay. Logo. Schritt 1, Elektro-Pokémon fangen. Schritt 2, Promo herausfordern. Schritt 3 hat noch ein paar Fragezeichen. Und dann? Profit. Ha, Profit, ich wollte gerade sagen. Das war dann wie mit den Unterhosenwichteln in South Park, ne? Schritt 1, Unterhosen klauen. Schritt 2, Schritt 3, Profit. Ah ja. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Diese Serie entwickelt sich zu einem absoluten Bestseller. Also kann ich nicht anders sagen. Wieder geile Arbeit hier von Evil Seven und natürlich auch von den anderen. Ja, und damit wären wir auch heute am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt gesund, liebe Freunde. Trinkt viel. Und ja, wie gesagt, schaut bei allen Content-Creatern rein. Alle Links in der Videobeschreibung. Lasst überall ein Like und ein Abo da. Pusht die Kanäle. Und ja, wir sehen uns im nächsten React wieder, wenn es wieder heißt React. Ciao.